Plastikmüll überflutet unseren Planeten. Jeder ist davon betroffen. Es gibt immer mehr Menschen, die dem entgegenwirken und versuchen, Alternativen zu finden. So auch Bernhard, Manuel und Matthias. Die drei Innsbrucker haben den Kampf gegen Plastiktextilien aufgenommen und sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Wir haben uns zum Ziel gemacht, Sportlabel zu machen, ganz ohne Plastik. Weil gerade jetzt in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr viel Plastik im Umlauf ist, auch in den Textilien. Und gerade bei der Müllproblematik, die wir jetzt haben. Und Plastik bleibt einfach ewig zurück. Es wird einfach nicht abgebaut. Und da war es uns einfach wichtig, ein Label wirklich zu machen aus 100% Natur. Auch die plastiklose Verpackung ist ihnen sehr wichtig. Aber das ist nicht das Einzige, worauf die Jungs großen Wert legen. Für uns war nicht nur klar, dass alles Natur sein muss, sondern dass auch alles fair und nachhaltig produziert werden muss und soll. Und deswegen sind wir gleich in die EU gegangen, nach Portugal. Portugal ist einfach das Textilland Nummer 1 in der EU. Und da kriegt man die beste Qualität und deswegen sind wir da gleich gelandet, sehr schnell. Für die richtige Qualität des Stoffes wurde lange herumgetüftelt, bis sie die geeignete Mischung gefunden haben. 85% Baumwolle und 15% Kaschmir ist das Ergebnis. Warum genau Kaschmir? Das erklärt uns Matthias. Weil Kaschmir einfach das feinste natürliche Material ist, das wir im Textilbereich haben und super Eigenschaften hat, wie Wolle allgemein. Einfach wasserabweisend, geruchsneutral, beziehungsweise gibt den Geruch wieder ab. Das heißt, man kann das Label öfter tragen, ohne dass man es waschen muss. Und es ist halt unglaublich weich und angenehm auf der Haut. Es ist nochmal 40% weicher als Merino-Wolle. Alpgoat, so nennt sich das Start-up-Unternehmen. Die drei Tiroler lieben die Berge, daher wird schnell klar, dass das Wort Alp hinein muss. Doch warum eigentlich Goat? Das Goat hat mehrere Gründe. Einerseits der Kaschmir, kommt er von der Kaschmir-Ziege. Zweitens ist die Ziege für uns irgendwie auch ein bisschen ein Symbol von einem Tier, also den Bergen, sportlich, sage ich jetzt, viel, ja, wie soll man sagen, flexibler am Berg unterwegs. Und das Dritte, was da noch gut reingepasst hat, das ist in Amerika gerade, ist alles der Goat. Und das Goat steht eben für Greatest of All Time. Und das hat sich dann ganz gut angeboten, dass wir das dann in unseren Namen auch mit reinnehmen. Als Startup-Unternehmen ist es anfangs nicht immer einfach, vor allem wenn es um die Finanzierung geht. Doch die drei jungen Tiroler haben sich da schon etwas überlegt. Finanzieren wollen wir uns neu modern quasi über Crowdfunding. Und wir haben die Plattform Kickstarter gewählt. Das Ganze funktioniert so: Innerhalb von 30 Tagen können Leute uns unterstützen. Als Belohnung bekommen sie unser Produkt. Und sollten wir unser Crowdfunding-Ziel in 30 Tagen erreichen, dann fließt das Geld, dann können wir unsere Produkte produzieren lassen und die an unsere Unterstützer versenden. Vorher kann nichts passieren und wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann passiert auch nichts. Wir bekommen kein Geld und unsere Unterstützer verlieren kein Geld. Ob die drei Innsbrucker ihre umweltfreundliche Idee umsetzen können, hängt von den Freiwilligen ab. Bis 16. Mai hat man noch die Möglichkeit, das plastikfreie Alpgoat zu unterstützen.